Heiko Maas, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist in der Debatte ja deutlich geworden, die Demokratie und der demokratische Akt der Wahlen wird angegriffen. Und es liegt eben auch an uns allen hier im Haus, aber auch in der Gesellschaft, unsere Demokratie zu verteidigen. Und dieser Angriff, der kommt aus unterschiedlichsten Richtungen, von außen, er kommt von innen, er kommt mit unterschiedlichsten Motivationen, aber er hat vor allem ein Ziel am Ende, nämlich die Demokratie zu destabilisieren, den Glauben in sie zu unterminieren und damit eben genau das System, an dem wir so leidenschaftlich hängen, zurechthängen, nämlich dass Menschen die gleichen Rechte haben und auf dem gleichen Gesetz stehen, dieses Prinzip nämlich kaputt zu machen. Und wir haben das ja hier auch wieder erlebt, wie von der AfD nämlich genau die Saat des Zweifels, wie mein Kollege Sebastian Hartmann das richtig genannt hat, hier zu sehen, indem nämlich eben immer wieder gegen beispielsweise hochanständige und wichtige Institutionen unseres Landes wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben ein Garant für eine objektive, eine umfassende Information ist, hier genau eben diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diffamieren. Das ist genau doch Ihr Prinzip. Sie sorgen dafür, dass diese hochanständigen Medien in Misskredit gezogen werden und nämlich genau mit ihren eigenen Fake News, mit dem, was sie selber an Manipulation, mit Hass und Hetze und Lügen im Netz verbreiten, dafür nämlich genau den Boden für sich zu bereiten. Und das, meine Damen und Herren, das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und ich hoffe und bin mir sicher, diese Gesellschaft wird Ihnen das auch nicht durchgehen lassen. Und die Lage in diesem Land, was das angeht, ist in der Tat auch kritisch. Und wir haben ja gerade auch wieder erlebt, wie eine wahrscheinlich die Gruppe Ghostwriter eben einen Angriff auch auf Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, dieses Verfassungsorgans ausgeführt hat. Die gleiche Gruppe, und deswegen sind das Vorboten von Dingen, die wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten auf uns zukommen können, die gleiche Gruppe Ghostwriter, die beispielsweise in Polen oder in Litauen mit massiven, wirklich mit massiven Kampagnen der Desinformation und auch der Diskreditierung von Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus dort oder in der Regierung hier unterwegs sind, indem eben über Hacks, über Phishing, über unterschiedlichste Methoden Informationen erschlichen werden, immer mit dem Ziel am Ende, den Glauben in die Demokratie, den Glauben in Wahlen zu diskreditieren. Und, meine Damen und Herren, deswegen sage ich hier auch ganz deutlich, es liegt eben auch an uns Abgeordneten, wie wir uns schützen, wie wir eben auch mit uns selber eben auch so vorsichtig umgehen, mit den Kandidierenden für den nächsten Bundestag, ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Gefahr eben durch genau diese Desinformation auch lauert und wie wir selber eben in dieser hochkritischen Phase sehr bewusst mit Informationen und wie verantwortungsvoll wir damit umgehen müssen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Herzlichen Dank, dass wir das heute Abend hier diskutieren dürfen. Wir werden es in den nächsten Monaten noch diskutieren müssen. Dafür brauchen wir aber keinen Quatsch von rechts, sondern die demokratischen Teil dieses Hauses. Ich freue mich auf die Debatte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Maas. Der Kollege Thorsten Freitag, der CDU-Fraktion, hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Damit schließe ich die Aussprache.